Und damit sind wir zurück im Studio. Moin, moin. Hallo, Boris. Guck mal hier, ich bin noch gemutet. Wie kann das denn jetzt sein? Jetzt bist du. Lass dich nicht entmutigen, sagen Sie haben mich gemutet. Gemutet. Boris ist da. Moin, ja, moin. Moin. Boris, was hast du für ein geiles T-Shirt an? Ja, Hammer, oder? Ja. Also würde ich gern zurückgeben, das Kompliment. Ja. Ich finde ja, Mode ist etwas, da sollte man anderen nicht reinquatschen. Nee, jeder hat seinen Stil und seinen Geschmack. Und vor allen Dingen ist es so, dass wenn man mal eine Sache mal eine Zeit lang gemacht hat, muss man die nicht sein Leben lang weitermachen. Ja. Weil wenn wir beide stehen geblieben wären, in der Zeit, wo wir 12 waren, dann würden wir heute lustig aussehen, aber nicht gut. Ja, aber mental rein vom Humor kommt das hin. Ja, das kommt jedenfalls. Also schicker Hoodie, Boris. Aber danke. Trotzdem muss ich dir sagen, auch wenn man das eigentlich nicht macht, ja, ich habe eigentlich noch cooleren für dich. Du hast für mich einen Hoodie? Ich habe für dich einen Hoodie, hier. Ach, guck mal an. Guck mal, da steht Moin geil drauf und zusammen, ja, sind wir Moin Moin. Das passt ja wohl wie Faust aufs Auge. Ich würde jetzt, pass auf, du musst jetzt ganz kurz irgendwas reden, dann genau, ziehe ich mich um. Zieh dich, ungemutet zieht sich jetzt hier um, live in der Sendung um und zieht sein Hoodie an, damit wir in der Rubrik Moin Moin Stil echt am Start sind. Wir werden heute das reden über das Thema Weihnachten, über Weihnachtsmärkte. Der Roncalli Weihnachtsmarkt hat ja geöffnet. Passend zur Jahreszeit, würde ich sagen, keine Frage, -1 Grad auf dem Thermometer. Und wie frostig es in den kommenden Tagen noch wird, das weiß natürlich im Verlauf auch unser Wetterexperte Frank Böttcher. Und das dauert noch ein bisschen, bis Boris das Mikro auch dran hat. Dann würde ich sagen, zeigen wir doch einmal die Wetteraussichten mit der Frage direkt an dich, Frank. Wie winterlich wird es denn heute im Tagesverlauf und in den kommenden Tagen? Moin, moin. Dankeschön, Frank. Und genauer genommen zu Boris und zu mir in der Rubrik Moin, moin. Moin, moin. Das ist ja toll. Vielen Dank. Ja, großes. Ich dachte, dass das passt. Also als kleines vorgezogenes Präsent. Und wir haben die Modefarben sozusagen des Herbstes. Oliv und Schwarz. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich finde das durchaus clever gewählt, weil ich war ja schon von 6 bis 8 hier. Ja. Und mit einem schwarzen Pullover von einem dunklen Fenster wäre doof gewesen. Also der Kontrast ist besser. Deswegen ergänzen wir uns da perfekt. Und da wir ja quasi das Franzbrötchen unter den Sendern sind. Sind wir. Wir sind warm, wir sind kuschelig, wir sind gemütlich. Wir sind freundlich, wir sind grundsätzlich positiv. Mehr geht nicht. Süß, zimtig. Alles. Alles, was alles geht. Warm und lecker, knusprig. Ja. Alles, das sind wir. Und Hamburg, ganz wichtig. Ja, das auf jeden Fall am Rande. Ich habe ja heute eine Abstimmung gestartet in unserem YouTube-Live-Chat. Und zwar, seid ihr Winterfans? Mit zwei ganz einfachen Antwortmöglichkeiten. Ja, ich freue mich schon auf Schnee. Nee, unter 10 Grad geht gar nichts. 100% der Leute sind Winterfans. Wahnsinn. Ja, finde ich gut. Ist aber auch nachvollziehbar. Ja. Weil wenn der Winter kommt, ist auch bald wieder Frühling. Das heißt, jetzt lass mal schnell abarbeiten. Der schädige Herbst muss schnell vorbei sein. Jetzt lass schön Winter sein, ein bisschen frieren, ein bisschen machen, die alten Jacken wieder rausholen, nochmal einweihen, nochmal gucken, was noch gut ist und so. Dann ist Weihnachten, da regnet es ja. Genau. Dann ist Silvester, da regnet es richtig. 1. Januar immer Regen und kalt. So, und dann ist aber auch schon wieder Zeit, an den Frühling zu denken. Das heißt, du bist, höre ich raus, nicht so der größte Winterfan. Ich bin ein totaler Winterfan. Doch, also solange es nicht regnet und der Regen stramm von vorne kommt, bin ich Wetterfan insgesamt. Ja, okay. Ich muss auch sagen, ich bin irgendwann mal dazu übergegangen, einfach jede Jahreszeit zu mögen, weil dann bist du einfach besser drauf. Weil wenn du dich dann anfängst zu beschweren, jetzt ist Herbst, doof, windig, winterkalt, findest du einfach cool. Ja. Mit allem, was dazu gehört. Es ist, wie es ist. Man hat die richtige Kleidung dabei. Und wer richtig glücklich, wer richtig glücklich ist im Leben, der hat ein Sweatshirt, wo einfach Moin draufsteht mit dem Franzbrötchen. Weil das, glaube ich, auch den Menschen, die uns sehen, guck mal, wie das aussieht im Fernsehen. Ja. Das sieht freundlich aus. Das fordert sozusagen auf, gute Laune zu haben. Auf jeden Fall. Ja. Also muss ich echt sagen, das ist wirklich ein modisches Highlight. Gerade eben war ja Anouk Ellen Susan zu Gast mit dem Thema Netzwerken. Wie wichtig findest du Netzwerken? Ich habe mein Leben lang mich nicht drum gekümmert, ehrlich gesagt. Und das war ein großer Fehler. Weil ich habe immer, für mich war das immer so, du lernst, also du kriegst eine Aufgabe und dann kümmerst du dich um deine Aufgabe und machst nicht nebenbei noch 1000 andere Sachen und gehst zu dieser Veranstaltung, jener, du gehst zur Veranstaltung, wo es dir geschäftlich oder dir und deinem Auftraggeber oder demjenigen, für den du arbeitest, was bringt, da gehst du hin. Aber dieses Netzwerken grundsätzlich habe ich nie gemacht und das war ein riesig großer Fehler, weil als ich bei AIDA aufgehört habe, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich in jedem dieser Stellen, wo ich gearbeitet habe, zwar viele Leute kenne, aber dass ich eigentlich kein Netzwerk habe. Und da hatte ich das große Glück, dass ich hier in Hamburg gibt es einen Club, den Business Club Hamburg. Und dann bin ich da mal gewesen. Ich bin überhaupt kein Clubtyp. Ich mag überhaupt nicht dieses Zusammen und mit Männern Bier trinken oder auch mit Frauen. Ich bin nicht dieser gemütliche Typ. So. Ich mag es gerne, wenn ein bisschen was passiert und wenn Gleichgesinnte zusammen sind, aber in diesen Clubs und Vereinigungen und Rotarien, wie es alles heißt, das fand ich immer ganz furchtbar und langweilig. Im Business Club Hamburg ist das anders. Da macht es wirklich Spaß und da lernt man interessante Leute kennen, zum Beispiel die beiden Herrschaften, die wir gestern hier hatten, die kamen auch daher.
Deswegen, ich mache jetzt Netzwerken und ich höre immer gespannt zu, wenn man solchen Leuten, die sich mit sowas auskennen, wenn die Vorträge halten oder Bücher schreiben, weil die alles das beschreiben, was ich nicht gemacht habe. Aber es ist ja nie zu spät, nee, deswegen, anzufangen. Deswegen, das ist ich gebe ja immer, ich ja. gehe sogar ins Fernsehen, um mein Netzwerk zu erweitern. Ich habe dir erzählt, was neulich passiert ist. Ach, deshalb bist du hier. Ja, ja. Habe ich dir erzählt, was neulich beim HSV passiert ist? War neulich beim HSV? Ich glaube, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Habe ich, ne? Ja. Genau. Für die, die es nicht wissen, würde ich es noch kurz erklären. Ich war neulich beim HSV geladen, Freunde von uns hatten uns eingeladen. Und dann waren wir in dieser Tim Mälzer Lounge. Mhm. Und dann gehe ich da durch und dann sitzen da an so einem Tisch mit 6, 8 Herrschaften, sitzen so 2 Männer nebeneinander und gucken mich an und gucken so. Und ich denke, scheiße, hast du noch Schulden bei denen oder was? Wer sind die Leute? Aber dann sagte der eine, hey, du bist doch der aus dem Fernsehen, also lustig, das gucken wir ja mal an in der Firma. Und ich sage, Mensch, das ist toll, wir haben uns immer gefragt, ne, der alte Spruch, ja. Wir haben uns gefragt, wer guckt. Aber das fand ich toll. Es waren aber nicht Melzer und Hensler, die das gesagt Nein, haben, oder? Nein, das waren nicht diese beiden, nicht die beiden alten Männer, es waren andere alte Männer. Okay, aber das ist doch super, das ist ein schönes Feedback, muss ich immer sagen. Ja. Weil das spornt auch an, weiterzumachen, finde genau, ich. Genau, genau. Wann positiv. Fangen wir eigentlich an, das Thema Hamburg HSV gegen St. Pauli aufzunehmen? Wir müssen ja langsam mal Gas geben. Ich denke, wir sollten heute auch mit der Redaktion rausgehen und mal die Hamburger fragen. Ich glaube, es ist jetzt so langsam, ne? Müssen wir jetzt ja uns vorbereiten darauf. Also ich würde sagen, es würde sich anbieten, wenn wir in dieser Woche damit starten. Am besten heute, weil Freitag ist schon das Spiel. Es wird langsam eng. Deswegen sage ich ja. Ich glaube, gestern war noch Wochenendverdauen und sowas alles. Ja. Das war zu früh. Aber ich denke, heute ist der richtige Zeitpunkt, auch mal zu fragen, wie es denn aussieht. HSV gegen St. Pauli. Ich habe schon Stimmen gehört dazu, ganz viele. Ja. Wie immer ist es so, dass je nachdem, in welchem Stadtteil man sich befindet, ist die Meinung, geht so in eine Richtung. Wenn man auf St. Pauli ist oder in der Innenstadt, ist es mehr so, dass die Herrschaften sagen, naja, St. Pauli ist sowieso wie immer besser. Das ist nicht so. Im Moment sind sie, glaube ich, besser. Sie spielen ein bisschen runder, glaube ich, insgesamt. Wenn man dann in die Außenbezirke geht, Wandsbek, Barmbek, Poppenbüttel, Sasel, da schon wieder anders aus, ne? Ja, da sieht es ganz schnell, geht es in Richtung HSV und man ist also sehr mutig und sagt, der HSV ist jetzt Underdog und deswegen werden wir gewinnen. Ich habe mal das direkt aufgenommen, damit wir direkt starten und zwar mit einer digitalen Umfrage. Das ist verrückt. Wer gewinnt das Derby und wie fällt das Ergebnis aus? A, HSV, B, FC St. Pauli. Stimmen Sie ab? Verrückt, oder? Ja, diese modernen Möglichkeiten. Du hast Möglichkeiten heute, das ist wirklich Wahnsinn. Durch dank dieser ganzen Stromtechnologie, was man da alles machen, was die jungen Leute alles machen können, wie du. Ja, aber danke, ich habe nämlich durch das Buch erfahren, dass ich tatsächlich Millennial bin. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Nee, ehrlich gesagt. Hätte ich dir sagen können, rein rechnerisch, aber ja, gut. Echt? Ja. Ich dachte immer, das wäre jemand, der um die Jahrtausendwende geboren wäre. Nee, es ist, glaube ich, da, wo du bewusst bist, oder? Es geht doch, das zählt doch mal der bewusste Zeitraum, oder? Was bin ich denn dann? Ein Boomer. Wenn Sie mich im Internet beleidigen, sagen Sie mal, alter weiser Mann, Boomer. Warte mal, rein technisch Und dabei ist gesehen. Boomer ja, wie du sicher weißt, Boomer der Streuner. Das ist eine wunderbare Fernsehserie gewesen mit einem Hund, einem sehr niedlichen. Du bist tatsächlich Babyboomer. Ich bin Babyboomer. Du hättest ne? aber auch beinahe, es unterscheiden sich wenige Jahre nur, Generation X sein können. Ja, das. Ich bin lieber Boomer. Aber twittern tust du trotzdem. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich bin ein sozusagen, wie heißt das, Early Adopter, nennt sich das? Ja. Jemand, der ganz früh anfängt zu twittern, habe ich gemacht, als Twitter noch Twitter war und man nicht immer sagen musste, Twitter jetzt X oder so. Mhm. Ich war auch zu Zeiten von X nochmal da, damit man mir nicht vorwirft, würde mich hier den neuen Medien verweigern. Ich mache das nicht mehr. Und der Grund ist, und liebe Freunde da draußen, die uns zuhört, macht das auch nicht. Lasst die Finger davon, weil es macht euch nur verrückt. Also wenn es mich verrückt macht, macht es euch erst recht verrückt, weil ich kann ja mit Medien relativ gut umgehen. Und ganz ehrlich, diesen Wust von negativen Informationen, von Hass, von diesem Krieg zwischen Ansichten und diesem Null-Substanz-Diskussion, das geht mir tierisch auf den Senkel, auf Deutsch gesagt. Das ist bei Facebook schon schlimm und das ist bei Twitter ja noch viel schlimmer. Und da ist ja in Sekunden schneller, also als jetzt hier Wetten, dass zum Beispiel war, ne? Man glaubt es nicht, also da verspricht er sich, und dann rotzen die alle ihre Kommentare runter. Jeder Vollpfosten, der kaum 2 zusammenhängende Worte schreiben oder lesen kann. Dann haben sie irgendwann, habe ich gesagt, hör doch mal damit auf. Dann hat jemand gesagt, hör auf zu meckern, das mit Ä geschrieben. Dann habe ich geschrieben, wow, schreib mal mit E. Dann hat er gesagt, Arschloch. Zack. Finde ich ein super Argument. Ja, einfach direkt Arschloch. Ja, Arschloch kann man immer sagen. Ja. Also das ist mir einfach, ich finde es tatsächlich, ich finde es zu aggressiv und ich finde es, für Politiker gehört es verboten. Weil da zählt Tempo mehr als Inhalt und ich finde Politiker sollten nicht dafür belohnt werden, dass sie schnell sind, sondern dafür, dass sie gründlich und gut arbeiten. Wie man sieht übrigens, klappt das ja im Moment gerade mit dem schnell.
aber nicht mit dem gründlich. Dann natürlich diese Fake-Komponente, dass man relativ schnell gar nicht mehr weiß, was ist denn da jetzt eigentlich echt, was ist irgendwie KI generiert und keine Ahnung. Genau. Also insofern, ich muss sagen, ich habe da einen Account, aber ich nutze es auch wenig. Die Frage, die ich mir ja gestern gestellt habe, wie ist denn das eigentlich? Also es gibt zum Beispiel Mailen, es gibt Simsen, es gibt WhatsAppen. Ja. Aber Twittern ist Twittern. Heißt das jetzt Exen? Oder twittert man jetzt bei Ex? Das sind philosophische Tiefen, tiefenpsychologische Fragen und philosophische Fragen, denen wir mit einem Experten auf den Grund gehen müssen. Wir brauchen also einen Twitter-Experten. Mark Zuckerberg könnten wir einladen. Ist der Twitter-Experte? Der ist Facebook- und Twitter-Experte, oder? Ist er, ich weiß es nicht. Ich, weiß es ich glaube, er ist nur Facebook-Experte. Er ist Twitter-Experte? Ich dachte immer. Nee, wir könnten Elon Musk einladen. Der kommt nur mit Mutter. Das heißt, das wird hier eng. Wir müssen wieder auf die Couch gehen. Und wir waren ja gestern auf der Couch. Und der geneigte Zuschauer hat ja festgestellt, dass die Couch, Sitzen auf der Couch macht nicht schlank. Man muss es einfach so sagen. Oder hat Elon Musk Twitter gekauft? Elon Musk hat auch Twitter gekauft. Hat Twitter gekauft, ne? Ja. Okay. Ja, dann gut. Das nur am Rande. Macht euch nicht verrückt. Ja. Nicht, man kann da reingucken, unterhaltungsmäßig, aber man muss es sehen wie Unterhaltung. Das ist, glaube ich, das muss man immer wissen. Das ist Unterhaltung. Da machen ganz viele Leute, schreiben ganz viel Zeug und es ist nicht alles wahr. Man muss sich nicht über alles aufregen. Und zwischendurch kann man einfach auch mal Instagram angucken und einfach nur hübsche Bildchen googeln. Stimmt. Ja. Was wir auch brauchen könnten, wären Couch-Experten. Also ich weiß nicht, ob Tine Wittler noch aktiv ist, Jon Kosmaler und so Leute, die könnten wir einladen. Vielleicht können die uns hier ein bisschen Hat man gestern auch gesehen, diese Farbe, helfen. Die Farbe unserer Couch ist nicht so toll, finde ich, auch im Bild. Und meine Frau sagte gestern, wir bräuchten noch 2-3 Spots, um das Bild ein bisschen attraktiver zu machen, wenn wir in unserer Ecke drüben sitzen. Ja. Und mal gucken, wenn wir das nächste Mal da sitzen, dass wir es noch ein bisschen besser machen. Noch attraktiver. Noch attraktiver. Obwohl wir schon da sitzen. Aber, ja, und die Vorträge ja sehr interessant waren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das war wirklich tatsächlich sehr interessant gestern. Da ging es um Emotionen im Kindesalter und entsprechende Vorträge und Workshops an Schulen. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne nochmal anschauen. Und zwar in unserer Moin Moin Stunde von gestern. Einfach bei YouTube auf dem Hamburg 1 Kanal Moin Moin einmal eingeben. Genau. Und schon sind Sie dabei. Genau. Dann habe ich dir noch was mitgebracht, was interessant ist. Hast du gehört, wie es jetzt um den kurzen Olaf steht? Ja, klar. Und wie geht's? Also nicht so gut, glaube ich. Ne? Ich habe jetzt hier leider keine tagesaktuelle Zeitung, aber ich habe heute Morgen digital natürlich so ein bisschen den Pressespiegel verfolgt und ist aufbaufähig. Ne? Also der kurze Olaf, sage ich jetzt mal, ist ja diese tote Baustelle. Die heißt jetzt der kurze Olaf, weil sich der Olaf ja eingesetzt hat für die Baustelle, weil alle gesagt haben, wir dürfen den Olaf nicht schädigen, deswegen müssen wir da unbedingt weitermachen beim Elb Tower. Und es sieht wohl so aus, dass der Herr Kühne, wenn ich das richtig verstanden habe, zu 10% beteiligt ist an dieser ganzen Benko-Geschichte und dass der Kühne vielleicht deswegen auch sich nochmal darum kümmern muss, vielleicht seine 10% zu retten und vielleicht doch einspringt und der Verein und Hansestadt hilft. Nachteilig ist, dass der Bürgermeister der Hamburger und auch keiner im Senat mit Herrn Kühne anscheinend spricht. Man spricht nicht. Der Herr Kühne gilt als vermögend, aber schwierig, was jemand, der vermögend ist, ja auch... Das ist manchmal eine logische Konsequenz, dass man ein bisschen schwierig ist. Und jetzt überlegt man, ob man das noch irgendwie auf die Reihe kriegt. Weil wenn das ganze Ding zum Grab wird und der kurze Olaf dann für immer als mahnendes Beispiel da stehen bleibt, wo alle immer sagen, auch in der Stadtrundfahrt, guck mal, da ist der kurze Olaf, dann könnte das dem kurzen Olaf vielleicht gar nicht so gut gefallen. Es wäre tatsächlich nicht so gut. Also ein großer Artikel dazu heute bei den Kollegen vom Abendblatt. Hinter der Paywall, wir haben einen Account, ich habe es nur noch nicht geschafft, den durchzulesen, weil ich die ganze Zeit hier live sitze. Ja, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das ist sicherlich interessant. Ja, absolut. Und ich finde den kurzen Olaf einen super Spitznamen. Ich denke auch, der kurze Olaf sollte einfach auch einfliegen. Ja. Da könnte man bei Twitter jetzt nochmal eine Spur legen, sozusagen. Stimmt, ich werde mich da gleich mal einloggen. Genau, aber tatsächlich war es, die Kollegen vom Abendblatt haben da einen sehr gut recherchierten, feinen Artikel drüber geschrieben. Und wenn man sich darüber informieren will, was mit dem kurzen Olaf passiert, dann sollte man da ins Abendblatt gucken, auf jeden Fall. Alternativ könnte man auch Becker am Morgen hören, denn auch da ist das, glaube ich, Thema heute. Mhm. Okay, also Marcel Becker, Podcast beim Abendblatt. Genau. Einfach mal reinhören. Genau. Was haben wir denn ansonsten an Themen des Tages? Was beschäftigt uns, bewegt uns? Ja, das Wetter. Also Wetter, heute Morgen wurde wichtig. Wieder gekratzt, der zweite Tag mit Kratzen. Ja. Allerdings war im Gegensatz zum wann war das, vor 4 Tagen, glaube ich, ist es heute so, dass eine ganz dünne Schicht, es gibt ja Eis, was leicht abzukratzen ist und Eis, was so richtig schwer abzukratzen ist. Da ich wie jeden Winter überrascht bin, dass die Scheiben zufrieren und natürlich keinen Kratzer im Auto habe. Mhm. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Jedes Jahr das Gleiche. Dann kauft man sich wieder 9 für 90 Cent und überlegt sich, es kann doch nicht sein, wo ist denn eigentlich der Alte geblieben? Mit den Eiskratzern, das ist wie mit den Socken. Die verschwinden im Universum und man weiß nicht, wo sie sind. Deswegen nehme ich eine
Das ist so eine Plastikkarte, so eine Gutscheinkarte vom Kaufhof. Ich habe noch eine Kaufhof-Gutscheinkarte mit 22 Euro drauf und die nehme ich und kratze damit die Scheibe ab. Und denke, wenn sie sich lange hält, also kann man ja ausrechnen, 90 Cent kostet ein Eiskratzer. Mhm. Wenn ich jetzt 25 Jahre, sage ich jetzt mal, mit dieser Karstadt-Karte kratze, dann habe ich die Kohle wieder raus. Kratzt denn die Galeria Karstadt-Karte besser als Kaufhof oder Peek und Kloppenburg oder die ADAC-Karte? Das weiß ich nicht, ich habe es nie verglichen. Man könnte einen Test machen und dann als Experte in die Geschichte einzugehen als Kreditkarten-Eiskratzer. Stimmt. Besonders gut wäre vielleicht die American Express aus Metall. Ja. Wobei das auch für die Scheibe dann vielleicht wieder zu doll ist. Das ist dann doof vielleicht irgendwann. Das sollte man vielleicht lieber nicht machen. Ja. Oder du musst dir eine Frostpappe organisieren. Ich habe ja letzte Woche darüber aufgeklärt, der offizielle Name von diesem Ding ist Frostpappe. Mhm. Das bedeutet aber, dass man dieses Thema eben richtig ernst nimmt. Ja. Und das ist das, was ich, glaube ich, nicht mache. Und das ist auch mein Fehler. Darauf muss ich lernen. Mhm. Da muss ich nicht so viel in der Gegend rumklickern im Internet, sondern sollte mich lieber konzentrieren auf den nächsten Tag und einfach meinen Eiskratzer parat legen. Ja. Alternativ dazu könnte man auch mit warmem Wasser arbeiten. Ja, und das darf nicht zu warm sein. Genau, habe ich auch gehört. Das ist insgesamt schwierig, weil dann kann auch mal die Scheibe platzen. Genau, da gibt es ja so Experimente im Internet, dass dann Leute wirklich auf eine gefrorene Scheibe kochendes Wasser im Prinzip kippen. Und die Scheibe ist hinterher frei, aber du hast ganz freie Sicht. Genau. Also die Scheibe ist dann weg. Kommt der Mann um die Ecke und singt das Lied. Karglas repariert. Karglas tauscht aus. Wobei, da hilft es, glaube ich, selbst nicht mehr Karglas, ehrlich gesagt. Und dann finde ich ja spannend, dieses Experiment, wenn es richtig kalt ist, irgendwo Polarkreis, irgendwie minus 30, 40 Grad, irgendwie, was ist das, heißes Wasser in die Luft kippst, dass das Schock gefriert und dann diesen speziellen Effekt hat auf dem Filmmaterial? Das ist unheimlich schön, werden wir hier in Hamburg wahrscheinlich nicht erleben. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich also ich glaube, ein Kollege, der auch Meteorologe ist, ich weiß gar nicht mehr, wer war es denn? War es denn Alex König? Der hat das irgendwo mal demonstriert. Aber ich meine, ich glaube, das war nicht in Hamburg, dafür muss es kälter sein. Nein. Also minus ein Grad, dafür muss man auch keine 15 Punkte in Physik gehabt haben, reichen nicht, kann ich Ihnen sagen. Reichen nicht aus. Nee, nicht ganz. Und wenn man kochendes Wasser in die Luft schmeißt, muss man aufpassen, dass man keinen verbrennt. Das ist einfach so. Eben. Aber das nur am Rande, das Thema Winter. Da werden wir in den kommenden Tagen noch drüber sprechen. Wir haben ja noch ganz toll unseren Plattenspieler. Ja. Den werden wir Freitag ja, denke ich mal, einweihen. Das werden wir Freitag einweihen, auf jeden Fall. Ich werde Platten mitbringen. Wir müssen ihn ja vorher noch richtig aufbauen. Wir müssen ihn tarieren. Genau. Das Gewicht muss noch hinten dran geschraubt werden. Ja. Der Riemen muss noch gezogen werden. Alle diese ganze Facharbeit muss noch gemacht werden. Ja, und das dauert seine Zeit, muss man sagen. Ja. Das ist gar nicht mal so eben in 5 Minuten gemacht. Nein. Das ist wirklich Entschleunigung. Genau. Das ist nicht mit Twitter zu erledigen, das muss man mit der Hand machen. Was wollen wir denn eigentlich auflegen? Wollen wir passend zum 1. Dezember Weihnachtsplatten auflegen? Oder von bis? Wollen wir uns irgendwas vorab? Weil dann könnte ich zu Hause was raussuchen. Ich denke, Weihnachtsplatten sind insofern gut, als dass Weihnachtsplatten ja von YouTube nicht gesperrt werden können, wenn es Traditionals sind. Stimmt. Das wäre eine Variante. Die zweite Variante ist, ich habe diese Box. Und zwar sind da Dance-Hits auf 24 Alben, Dance-Hits von 1973 bis, ich glaube, 82 oder so drauf. Mhm. Das könnte ich mitbringen, da hätten wir eine reichhaltige Auswahl. Das wäre super. Das neue Album von Take That hätte ich auch, weil das musste ich nämlich kaufen, weil sonst hätte ich diese Konzertkarten nicht früh kaufen können. Das war auch so ein schöner Trick, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall. Ich habe dann noch die Lockdown-Sessions von Elton John. Und ich habe eine Platte von Deep Purple. Ich weiß überhaupt, ich habe das gesehen und gesagt, wieso habe ich eine Platte von Deep Purple? Wo kommt die denn jetzt her? Aber ich habe sie. Ich glaube, ich habe sie mal irgendwie von der Band geschenkt bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Aber die habe ich auf jeden Fall auch. Und die ist, es ist eigentlich ein normales Album, aber es ist ein Doppelalbum und die Rillen sind extra groß. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Ja, siehst du, die sehen einfach anders aus. Die Platte ist extra dick und die Rillen sind extra groß. Aber die wird ganz normal abgespielt, oder braucht man eine extra große Nadel dafür? Nein. Es ist einfach nur, man sieht das, im Gegensatz zu einer normalen Schallplatte sehr massiv. Okay. Ich bin sehr gespannt. Also wir hören Weihnachtshits und Hits aus den Generationen Babyboomer, Generation X, Y und Sie oder Z. Ja. Und dazu, im Takt sozusagen, tanzen wir mit unseren Moin Moin T-Shirts, Sweatshirts. Das wird großartig, das machen wir. Da werde ich auch einen meiner absoluten Lieblings-Weihnachtshits performen, und zwar Melle Kaliki Maka. Kenn ich von, gar nicht, interessant. Bing Crosby and the Andrews Sisters. Aha. Habe ich auf Platte, der wird großartig. Soll ich einen weißen Hund dazu mitbringen? Gerne. Gehört das mit zu den Andrews Sisters dazu, oder waren das die Jakob Sisters? Das waren die Jakob Sisters und ich glaube, der Hund wäre ein bisschen größer, aber bringen gern mit. Also Hunde sind hier immer herzlich willkommen. Das wird großartig. Das machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir hier nämlich schön viel Musik. Dann gucken wir auch wieder mal so ein bisschen auf die Neustarts. Was ist so los in der Hamburger Musikszene? Ja. Was gibt es vielleicht für Konzerttipps? Was kann man erleben am Wochenende und machen? Werden wir am Freitag auch das Fußball-Orakel befragen. Erstens. Zweitens, was für ein Orakel wird es sein?
Wen befragen wir? Wir könnten Laura in der Technik fragen als Orakel, aber es gibt auch andere Orakels, die wir uns zusammensammeln. Wir können auch Bethül fragen, die ist ja auch da. Wir können die beiden Frauen fragen und die abstimmen lassen. Aber vielleicht finden wir irgendwie eine, keine Ahnung, Krake, Echse, wir bräuchten ein Franzbrötchen, was man hinlegt und sagt, ob es sich nach links oder rechts bewegt von alleine. Aber wir sollten irgendein Orakel uns ausdenken, was sozusagen das Spiel voraussagt, wenn das dann funktioniert. Dann haben wir hier eine ganz große Nummer am Laufen, weil da würde ich einfach in Zusammenarbeit mit Bett und Win, oder Kevin. Kevin, mit unserem neuen Kevin-Portal, würden wir dann mit diesem Orakel zusammen vielleicht Fußballergebnisse grundsätzlich voraussagen, jede Woche. Das wäre großartig. Also irgendwie ein abwegiges Orakel, das nicht jeder hat und kennt. Ja. Ich werde heute intensivst recherchieren. Ja, ja. Wir könnten auch, also man spielt natürlich nicht mit Essen, aber wir könnten auch ein Franzbrötchen auf einer Seite mit Marmelade bestreichen und dann fallen lassen und gucken, weil es wird bestimmt auf die Marmeladenseite fallen. Ich glaube, es ist so, wenn es hinfällt auf dem Fußboden, ist es so, dass man mit Lebensmitteln nicht spielt. Wenn du es dann aber isst, ist es total in Ordnung. Ich würde sofort sagen, komm dann in Gottes Namen, für die Wissenschaft mache ich das. Ja, ich bin mal ganz ehrlich, es gibt ganz, ganz viele berühmte Wissenschaftler, die sich selber irgendwelche Substanzen in den Arm gespritzt haben, um die zu testen oder Drogen genommen haben, um zu sehen, was dann passiert. Ja. Ich würde mich bereit erklären, wenn wir dieses Franzbrötchen-Orakel befragen und es fällt auf den Fußboden dabei während dieses Prozesses, dann wäre ich bereit, es auch zu essen. Aber nur hier im Studio machen wir das, weil der Boden hier ist sauber. Ja, 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 das machen wir hier im Studio, genau. Super, wir denken uns ein tolles Orakel aus und Sie können weiterhin fleißig abstimmen, wer gewinnt das Derby am Freitag und wie fällt das Ergebnis aus. Bisher 100% der HSV gewinnt. Ja. Allerdings hat auch erst eine Person teilgenommen, muss ich fairerweise dazu sagen. Und natürlich war ein bisschen doof von mir, wie fällt das Ergebnis aus, ist natürlich bei einer Ja-Nein-Frage schwierig zu beantworten. Ja. Aber das könnten Sie in den Chat reinschreiben. Ja, also das nur am Rande. Ja. Aber da werden wir auf jeden Fall was machen. Und dann ist ja am Sonnabend der große Draw, die Auslosung für die EM in der Elbphilharmonie. Ja. Also die findet nicht in der Elfi statt, die EM, aber die Auslosung fürs nächste Jahr. Mhm. Bist du schon in EM-Stimmung, so ansatzweise? Null. Ich auch nicht. Also ich muss sagen, seit, und das ist, klingt jetzt so ein bisschen, ne, ich hoffe, ich bin hier politisch ganz korrekt für jeden und keiner fühlt sich angegriffen und muss auf Twitter irgendwie schreiben, was ich für ein blöder Hund bin. Aber für mich ist mit der Zeit oder mit der Bewegung, als Fußball beim Fußball nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern man gedacht hat, man müsste dem Fußball eine Botschaft mitgeben, womit man die Welt erziehen kann und sowas alles, wo Menschen sich, also Fußballer, die Fußball im Kopf haben sollten, wie wir zumindest aus also wenn wir es lernen wollen, müssen wir die Beckham-Doku gucken. Da können wir lernen, wie das mit Fußballern ist und was die können und was ein richtig großartiger Fußballer im Kopf haben muss, nämlich Fußball, und sich um andere Sachen nicht kümmern. Und wenn er sich kümmert, muss er sich nur so viel darum kümmern, dass er den Fußball immer noch als Wichtigstes im Kopf hat. Genau, und das hat irgendwann aufgehört. Irgendwann ging es darum, Botschaften zu verteilen. Und da bin ich beim Fußball ausgestiegen, weil es mir einfach, mir war das einfach zuwider. Ich möchte das nicht. Ich möchte gerne Fußball gucken und Politik ist Politik. Und das muss nicht zusammengehen und wir müssen nicht die Welt belehren. Und deswegen bin ich überhaupt nicht in EM-Stimmung. Ich wünsche mir so sehr das Gefühl des Sommermärchens zurück. Das war ein tolles Gefühl. Das war tatsächlich also cool, dieses, dieses ne, zusammen draußen gucken, das Wetter war toll, wir waren ein toller Gastgeber. Da war wirklich alles grandios. Und ich sage nicht, früher war alles besser, denn auch das ist heute noch möglich. Aber im Moment gerade fühle ich das nicht. Und wenn ich die Spiele sehe, tun mir Trainer und Spieler leid, weil sie, glaube ich, gerade so ein bisschen gegen sich selber auch kämpfen und so, weil wir haben, glaube ich, die Qualität, aber irgendwie geht es nicht zusammen. Wir sind mal sehr gespannt, wie sich das dann darstellt im nächsten Jahr. Erst einmal also das Derby am Freitag, am Sonnabend, dann die Auslosung, dann ist aber auch erstmal Weihnachten, Silvester und sowas. Ja. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, irgendwie da in die Fußballthematik nochmal einzusteigen. So langsam und allmählich vielleicht, würde ich sagen. Ja. Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Und was haben wir noch? Wir hätten noch ein paar Termintipps. Ja. Oh, ich habe einen Termintipp. Ich war ja jetzt tatsächlich nochmal im Kino und habe Killers of the Flower Moon geguckt. Ja, und? War gut. War gut, ne? Aber lang. Ja, lang. 3 Stunden 26, ja. Alter Schwede. Es war 0,5er Cola lang. Ja, ich habe nur eine getrunken, weil sonst in den USA gab es ja teilweise eine Pause in den Vorstellungen. Mhm. Und dann haben aber die Macher des Films, allen voran Scorsese, irgendwie gesagt, nee, Freunde, das soll so nicht sein, sondern das muss man am Stück genießen. Ja. Ist ja dann, kann ich verstehen. Aber es sind viele Leute zwischendurch mal rausgegangen, davon mal abgesehen. Deswegen, das ist das Problem dabei. Also ich finde eigentlich, dass es ein bisschen unfair ist für die, die tatsächlich sich zusammennehmen und dann probieren. Also wenn du, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ja, wenn du dich hinsetzt, dann trinkst du schön deine Cola, Popcorn, die Trailer fangen an, dann fängt der Film an und so nach einer halben Stunde denkst du, ich könnte jetzt auch mal Bibi gehen. Ja. Dann sagst du, das kann ich aber nicht machen. Beim normalen Film hältst du das aus, aber
Bei dem Film ist es also irgendwann in der Zielgeraden. Wird's eng. Ja, wird's eng. Ja. So sagen. Also was lustig zu beobachten war, es gibt ja so kleine Episoden quasi, die sich im Kino auch abspielen. Mhm. Es war eine Tagesvorstellung, weil abends wäre es zu spät geworden mit Frühschicht aufstehen und so. Und da war ein Typ, der hatte eine ganz große Portion Popcorn auf dem Schoß. Ja. Und ich glaube, der ist ganz kurz so ein bisschen eingenickt. Ja. Und kennst du das, wenn man dann so wieder wach wird und so eine Zugung hat? Ja. Das ist lustig, wenn du so einen riesen Popcorn-Eimer hast. Dann war sehr laut und sehr lustig für alle Umsitzenden. Das ist mir, also wir waren mal als Familie in einem Film und zwar war das der Schlumpffilm. Wir sind für die Kinder oder Enkelkinder reingegangen und das war so schrecklich und das war so langweilig. Meine Frau und ich auch komplett eingeschlafen und die Kinder waren total entsetzt, wie wir bei diesem packenden Streifen, ja, bei diesem actiongeladenen Schlumpffilm. Streifen, wie wir da einschlafen konnten, aber es war wirklich furchtbar langweilig und es war also wirklich, so ein Disney-Film erträgt man ja noch, aber das war wirklich schwierig und da sind wir einmal weggenickt. Vater Abraham hätte das nicht gefallen, dass du da geschlafen hast. Nein, Vater Abraham hätte ihm eigentlich gar nicht gefallen. Hätte gleich einen Klaps gegeben. Memoji TV schreibt übrigens hier, moin, super Idee mit den Sweatshirts, Daumen oben ist da. Er macht einen Daumen nach oben und so ein Surferzeichen. Das finde ich toll, vielen Dank. Oder? Dankeschön. Ja. Super. Schöne Shirts. Wirklich tolle Shirts. Sieht auch im Fernsehen eigentlich, guck mal, mit dem Hintergrund und so farblich, könnte man sagen, ne? Wir könnten natürlich. Und wir könnten auch in den Wald gehen und keiner würde uns erkennen, weil wir einfach in Tarnfarben unterwegs sind. Zusammen sind wir in Camouflage-Optik. Ja, wir dürfen uns da nur nicht trennen, sonst werden wir sofort erkannt. Wenn wir uns beide hektisch so bewegen, ja, dann ist es, der Eindruck ist schwarz-oliv, schwarz-oliv, schwarz-oliv. Das geht dann zusammen in Richtung Camouflage. Ja, ja. Wir könnten noch jemanden mit Beige dazu nehmen. Um das zu komplettieren. Das könnten wir machen, der dann auch zwischen uns, so, dass wir uns alle drei im Kreis drehen. Ein Hund vielleicht, du hast aber nicht zufällig einen beigen Hund, oder? Ich habe einen beigen Hund. Ja? Mina ist mehr beige als weiß, ja. Bitte schön. Um es mal mit Ditsche zu sagen. das ist gut, dann werden wir ja noch einen Termin haben diese Woche. Und zwar, ich glaube, an einem Donnerstag um 14 Uhr oder so ähnlich. Mhm. Da bleibe ich länger hier im Sender, weil das ein wichtiger Termin ist. Das ist ein wichtiger Termin, genau. Es tut mir auch leid, dass wir es nicht Freitag machen können, es liegt an mir. Aber an diesem Donnerstag werden wir uns zusammen hinsetzen mit einem verdienten Kollegen und werden diskutieren, wie wir das Jahr beenden. Kann man das so sagen? Habe ich das korrekt gesagt? Kann man so sagen. Ja. Und wir dürfen natürlich noch nicht zu viel verraten, aber es wird großartig. Ja. Und Andreas Ellermann bekommt Konkurrenz mit seiner Silvestersendung. Ja, also nicht Bewerber. Nein, er bekommt, genau, in seinem Umfeld finden auch andere statt. Genau, das ist ja, mit Herrn Ellermann gemeinsam getanzt wird, wird das andere wahrscheinlich in die Fernsehgeschichte eingehen als die kompetenteste Aufarbeitung des Jahres 2023. Das ist das Ziel dabei. Ja. Das Ganze in lockerer Sprache serviert und zum leicht verfolgen. So könnte man es. Und empören. Ja, ist gut. Man könnte sich auch darüber empören, wenn man will, auf Twitter. Gut auf den Punkt gebracht, auf X, exen Sie. Genau. So, ich würde sagen, wir spielen zwischendurch mal kurz einen Termintipp ein. Ja. Und zwar habe ich hier den Live-Podcast von David Kebekus. Das ist, glaube ich, der Bruder von Caroline Kebekus. Ja. Und Jan van Weide. Das sind zwei Stand-Up-Comedians aus Köln. Mhm. Die machen heute Abend in Hamburg einen Live-Podcast. Und ich fand die Beschreibung so gut, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Mhm. Und zwar sagen sie über sich gegenseitig, dass sie komplett das Gegenteil von dem anderen sind. Mhm. Das klingt bei denen so. Jan ist Familienvater, verheiratet, Schauspieler, Synchronsprecher, Meister im Parodieren von Menschen, Geräuschen und Dingen aller Art. Mhm. David nicht. Mhm. Also ehrlich. Eine gute Beschreibung. Finde ich super, genau. Und wie das so aussieht, das können wir Ihnen mal zeigen. Hier ist ein kleiner Vorgeschmack. 19.30 Uhr heute Abend im Schmidtchen, der Live-Podcast Lass hören. Ja, da ist das Schmidt-Theater ja auf der Suche nach einer neuen Identität. Und das Ganze im politisch korrekten Rahmen, da wünsche ich Ihnen viel Glück. Mhm. Dann sind wir mal gespannt, wie das funktioniert. Ich finde es jetzt mal so, wenn man es so sieht, kann ich mir vorstellen, dass es ein unterhaltsamer Abend sein kann, im kleinen Kreis. Ja. Ja. Schauen wir mal, Sie könnten mit dabei sein. Ein Termintipp des Tages. 8.39 Uhr an einem frostig kalten Dienstagmorgen, minus 1 Grad auf dem Thermometer. Und in den kommenden Tagen wird es noch winterlicher. Tatsächlich? Also tatsächlich könnten Schneeflocken kommen. Ja. Hat Frankfurt ja erzählt. Dann könnte ich ja praktisch, wenn es schneit, zum Marché de Noël gehen. Und um den Marché... Was ist das? Stammzuschauer. Ich wollte es einfach sagen, bevor du es wieder sagst. Ich hätte es heute wirklich nicht gesagt. Naja gut, aber deswegen sage ich es ja selber gerade. Also sehr gut. Ich werde noch zum Marché de Noël gehen. Und ich glaube, es wird heute soweit sein, weil ich nachher einen Termin habe im Neuen Wall. Mhm. Und dann könnte ich ein bisschen früher dahin gehen und könnte dann die entsprechenden Bilder mit meinem Handy machen beim Marché de Noël. Und wir könnten morgen angucken, was der Marché de Noël eigentlich ist.
ist. Und was der Champagner da kostet und ob es auch da den bayerischen Glühwein gibt, der im Humpen 21 Euro kostet. 21 Euro? Ja, es ist der Rekord für Glühwein, ist 21 Euro, kommt aus Bayern, aus München genau genommen, weil da ist auch eine größere Portion. Aber ganz ehrlich, wer so einen Humpen Glühwein wegpichelt, also der möchte ja nicht in der Verkehrskontrolle sein. Ja, aber das ist ja, wo gibt es das in München? In München, ja. Und dann sind das 0,5 Liter irgendwie. Ich sah nur diesen Humpen und darunter steht, stand Glühwein, Preisrekord 21 Euro. Wow, ist ja teurer als eine Maß. Das ist teurer als eine Maß. Ist ja auch mehr drin als eine Maß. Weil ja Nelken mit drin sind, ja, die teuren Nelken. Ja, okay. Dann ist das teure Handwerk mit drin, dann ist der teure Orangenschalen mit drin. Das sind ja alles teure Sachen, die jetzt alle für ganz teuer Geld, in Zukunft für noch teuer Geld, angeschleppt werden müssen, weil das ja alles teurer, weil es alles immer bisschen teurer wird. Bisschen Wasser zum Strecken. Ja, alles. Das ist Frostschutz, alles, nicht mehr seit vielen Jahren. Nee, alles wird immer teurer. Das ist einfach so. Ja gut, aber das ist natürlich, was hat denn Glühwein an Prozenten? Also wenn man so einen fertigen kauft, 9%, 10% wahrscheinlich, Alkohol? Ja. Bisschen was verdampft vielleicht? Gut, ich glaube, wenn du möchtest, dass mehrere Leute Glühwein für 21 Euro kaufen, dann würde ich so einen billig rumnehmen, den würde ich da noch reinhauen, weil wenn sie davon einen trinken, sind sie so breit, dass sie noch einen zweiten trinken. Das muss die Idee sein dabei. Stimmt, das ist clever. Glühwein ist ja auch noch ein Thema. Da sind wir ja auch noch auf der Suche nach Ihren Rezeptideen und Vorschlägen für den perfekten Glühwein. Da sind wir noch nicht so richtig weitergekommen, weil leider noch keiner geschrieben hat. Ja, ich habe eine Nachricht habe ich dazu bekommen. Hast du? Ja, okay. Und zwar auch da wieder typisch Social Media. Da gibt es ein Rezeptbuch. Das war die Nachricht. Okay, cool. Die Nachricht, und dann gibt es ein Rezeptbuch. Ja. Dann, ich habe dann noch gefragt, welches, aber gab schon keine Antwort mehr. Das sind diese Menschen, die irgendwas sehen, dann kommt in den Synapsen irgendein Teil deiner Botschaft an und dann reagieren sie sofort. Ja. Und das hat manchmal gar keinen Bezug, das ist manchmal auch nur die Hälfte gelesen und so. Das, genau, das ist dieses Twitter-Problem wieder, da ist es wieder. Twitter aber vielen Dank für die Nachricht, aber das ist ja noch weniger Service-Gedanke als Google, weil wenn du da eingeben würdest Glühwein-Rezept, ja, dann würde dir gleich die Info vorgeschlagen werden, es gibt ein Rezeptbuch, zum Beispiel dieses oder das. Genau, so ist es. Aber das war auch nicht von Google, die Nachricht. Der Herr hieß anders als Google. Wie hieß der? Ich weiß nicht mehr. Weiß man nicht. Aber er hieß nicht Michael Google. Okay. Und auch nicht Michael X. Und auch nicht Firefox oder Safari. Nee, aber wahrscheinlich hat er irgendwie so Lederschuh 45 oder so. Die haben ja dann immer so schräge Namen auch, die Menschen, die so was sagen. Das kann sein. Das könnte natürlich sein. Ja, sowas ist immer gut, ne? Wenn die Leute dann nicht alles lesen und dann Fragen stellen, die sich eigentlich schon durch den Text erklärt haben. Also nicht, dass ich jetzt die Zuschauer irgendwie damit angehen möchte, aber ist ganz unterhaltsam manchmal zwischendurch. Kennst du dieses Experiment, was es dazu gibt? Es gibt eine Universität hat in Zusammenarbeit mit einer Zeitung ein Experiment gemacht. Das war im letzten Jahr. Und da haben sie den Studenten eine Zeitung gegeben und haben gesagt, sie möchten diese Zeitung bitte entsprechend durcharbeiten und es würde hinterher Fragen gestellt werden zu gewissen Artikeln. Es sei besonders der Fokus zu legen auch auf den Leitartikel. Mhm. Und dann haben sie in dem Leitartikel eine Headline geschrieben und haben das, was in der Headline steht, haben sie in dem etwas dicker geschriebenen Überschrift sozusagen dann nochmal aufgenommen und haben nochmal in 3-4 Sätzen erklärt, was in der Headline steht. Und in dem Artikel steht genau das Gegenteil. Völliger Unfug, totaler okay. Blödsinn. So. Ja. Und jetzt kannst du mal raten von, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, ich glaube, es waren 400 Studenten oder so, wie viele von den Studenten haben gemerkt, dass in der Headline und in der Subline sozusagen was anderes steht als im Artikel? Aha. Wie viele? Ja, wahrscheinlich keiner. Oder? Nee, es ist nicht keiner, sondern es waren 4. 4. Und diese 4 haben es ganz am Anfang sofort gemerkt und haben gesagt, hier, das stimmt doch was nicht. Und das ist ein Experiment, hahaha. Das haben die auch gleich geäußert und haben dann auch nicht weitergemacht. Die anderen haben das ganze Zeitung durchgearbeitet, wurden dann befragt, haben das wiedergegeben, was in der Headline steht. Haben die Artikel nicht gelesen, keiner gelesen. Ist ja genau wie in solchen Online-Geschichten, da steht dann manchmal eine Frage mit Auswahlmöglichkeiten, Multiple Choice. Und dann steht ganz unten, um zu testen, ob du gelesen hast, wählen sie als Antwortmöglichkeit Currywurst. Ja. Und dann musst du halt Currywurst auswählen und sonst bist du leider raus. Finde ich sehr interessant. Da könnten wir auch mal Experten dazu einladen. Auf jeden Fall können wir auch dazu Experten einladen. Was sind denn das für Experten? Experten für Achtsamkeit oder... Ja, früher hat man gesagt, es ist der Leselehrer. Also der Leselehrer, der dir beibringt, dass man, wenn man was liest, dass man links oben anfängt und rechts unten aufhört. Ja. Und nicht links oben anfängt und rechts oben aufhört.
Naja, gut, kommt vor ab und zu, ne? So ist das heutzutage manchmal. Aber viele Nachrichten, die uns erreichen, sind ja auch ganz anders zum Glück. Und da sagen wir natürlich vielen Dank dafür, wenn Sie nämlich Fragen haben rund um die Sendung oder Meinungen zu den verschiedenen Themen. Wir haben ja schon einige definiert, wie zum Beispiel Sicherheitsgefühl in Hamburg. Ja. Wie fühlen Sie sich eigentlich? Sicher oder unsicher? Wo fühlen Sie sich sicher? Wie sieht es zu Hause aus im öffentlichen Raum? Wie stehen Sie zum Thema Verkehrsplanung, Stau, Fahrradwege im Herbst und Winter, öffentliche Verkehrsmittel, Sauberkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit? Mhm. Was hatten wir noch? Wohnen, ganz wichtig. Mietpreise. Ja. Schreiben Sie uns moin@hamburg1.de. Wir nehmen das wirklich ernst und also auch wenn wir hier viel Quatsch machen, es muss ja auch Ernsthaftigkeit mit dabei sein. Nee, wir sammeln einfach, wichtig sind. Genau, wir sammeln diese wichtigen Themen, weil wir jetzt ja gerade daran arbeiten, auch den Nachmittag wieder live zu machen. Das dauert noch ein bisschen, die Kollegen sind aber schon mit Volldampf dran. Und da gehören genau diese Themen, diese politischen Themen gehören genau da rein, weil diese Fragen muss man natürlich dann, also die Fragen, die Zuschauer haben, muss man natürlich dann entsprechend in der Bürgerschaft weitergeben und muss damit den in Anführungsstrichen Verantwortlichen oder Experten oder so sprechen und muss rauskriegen, was sie denn zu tun gedenken in nächster Zeit, um die Situation im Sicherheitsbereich zu verbessern, um die Verkehrslage zu entspannen, um im Wohnbereich denen zu helfen, die nicht so viel Geld für Miete haben und so. Und deswegen sammeln wir das und nehmen das sehr ernst und brauchen das eben für unseren neuen Nachmittag. Genau. Und dazu gibt es dann natürlich weitere Infos bald. Ja. Bleiben Sie unbedingt dran. Man könnte auch sagen, stay tuned. Das wird beim Radio oft gesagt. Ja. Und stayen Sie tuned, indem Sie uns Nachrichten schicken. Ich habe da noch eine Nachricht übrigens, wenn wir dabei sind. Unsere kleine, feine Morningshow wird, habe ich gestern Abend, ich sag mal, in der frühen Nacht, habe ich das verhandelt und diskutiert, wird ab Montag anscheinend auch live in Berlin zu sehen sein. Ja? Ja. Das ist fantastisch. Die Kollegen in Berlin werden unsere Stunde hier übernehmen. Und deswegen werden wir, sag mal so, ab Montag so ein bisschen breiter uns aufstellen und auch Berlin mit in die Betrachtung mit einbeziehen. Das heißt, wir müssen dann auch gucken, was denn in Berlin die großen Themen gerade sind. Das heißt, wir haben dann den Livestream bei Hamburg 1 und bei TV Berlin. Genau so. Das ist super, weil dann kann man sich in Berlin auf zwei echte Hochkaräter freuen, die hier zu Gast sind. Ja. Ja. Und wir senden ja sogar von 6 bis 10 insgesamt am Montag. Wir machen auch 2 Stunden Moin Moin. Praktisch 2 Stunden Moin Moin. Ja, da müssen wir mal fragen, ob wir noch 2 Pullover bekommen, ja. die wir dann übereinander ziehen. Ja, damit es doppelt hält besser. Das wird auf jeden Fall ganz toll. Das können Sie sich schon einmal hinter die Ohren schreiben, wollte ich sagen, notieren. Denn wir haben ja tatsächlich aber schon ab und zu auch Leute, die im Live-Chat unterwegs sind und die uns aus der Hauptstadt zuschauen. Mhm. Ne? Und dann immer schreiben, guten Morgen aus Berlin und wir schauen euch gern zu. Also das ist wirklich cool, dass wir uns da auch so vernetzen mit der Hauptstadt. Wir müssen das eigentlich, dann müssten wir diese Sendung, die übertragen wir, dann nennen eigentlich so Moin Moin Hamburg, Hallo Berlin oder irgendwie so. Da müssen wir darüber nachdenken. Genau, und du müsstest dann vielleicht einen Pullover tragen oder ich, wo drauf steht, was sagt man denn in Berlin? Tachwar. Ja. Und dann ist ein Symbol ein... Ich hatte das hier schon erzählt, die Geschichte, mein Berlin-Sprachschock, oder? Als ich umgeschult wurde von Berlin nach Baden-Württemberg, hatte ich das schon erzählt? Nee, klingt aber nach Welten, die aufeinander prallen. Es ist ein Drama. Ich war in der Hochphase der anti-autoritären Erziehung, war ich in Berlin in der Schule. Das war sehr entspannt und sehr lustig alles und es geht alles easy zu. Und die Grundschule ging bis zur 6. Klasse und wir haben ständig Klassenreisen gemacht und so. Und dann, mein Vater ist Schauspieler, wir sind umgezogen in einen Vorort von Karlsruhe, nämlich nach Ettlingen-Neuwiesen-Rehden. In einem Vorort von einem Vorort, sehr gut. Genau, und aus dieser Hochburg der anti-autoritären Erziehung, ja, diesem total überlockerten Berlin, bin ich dann hingekommen in ein wirklich schwarzes, autoritäres Loch. Und dann war mein erster Schultag, ging wie folgt. Wurde ich vorgestellt, ne, und sollte dann die Klasse begrüßen und stand vor der Klasse und habe gesagt, Tag, ich bin Boris, wa? So wie man das in Berlin so macht. Und dann hat die Lehrerin gesagt, jetzt gehst du erst einmal raus und lernst gescheit Deutsch, weißt du, gell? Jetzt gehst du direkt raus und lernst erst einmal gescheit Deutsch, weißt du, gell? Und dann bin ich in den Ausgang, habe ich erst einmal gescheit Deutsch, weißt du, gelernt. Ja. Und das war meine Schulkarriere. Und irgendwann du kannst ja tatsächlich Badisch, oder? Nee, ich kann das, das hat sich so eingeprägt, weil das so ein Schock war. Ja. Und danach hat meine Schulkarriere, muss man sagen, also ich war in der Schule immer super gut eigentlich. Und dann in diesem Gymnasium habe ich, wo ich da war, habe ich, das ging sowas von nach unten. Ja. Und glücklicherweise konnte ich dann von zu Hause mit 14 abhauen und meine Großeltern haben mir ein Internat bezahlt. Das heißt, das Ganze nahm dann wieder ein gutes Ende. Aber das war, Ettlingen-Neuwiesen-Rehden war eine schwere Erfahrung. Und dann hast du irgendwann als Fremdsprache auch noch Hochdeutsch gelernt und bist Köln. Erst einmal habe ich gescheit Deutschwitze gelernt. Ja. Und dann
bin ich an die Küste gegangen, ne? Ja. nach St. Peter-Ording, das war geil, ne? Dann immer nach Hamburg und so, das war super. Und dann war ich auch noch in Köln, genau, und in München und in Frankfurt habe ich gewohnt und habe diese Sprachen alle mitgenommen, ja. Super, ich wollte noch sagen, wenn wir dann nämlich zwei Hoodies haben, müsste ja auf einem eine Currywurst drauf sein. Oder ein Pfannkuchen, der hier Berliner heißt. Ja. Also irgendwas, was typisch Berlin ist. Was ist denn typisch Berlin? Currywurst? Naja, also typisch Berlin sind vor einigen Jahren, also jetzt mal im Kopf der Menschen, ist ja immer gelbe Doppeldeckerbusse. Das ist typisch für Berlin. Okay. Dann Taxifahrer, die mit dir normal reden, in ihrer Welt. Das klingt aber für den von außen, als ob sie mit dir schimpfen würden. Und das findet der Berliner an sich irgendwie sexy. Und natürlich, klar, die Currywurst. Also ich weiß gar nicht, ob die Kollegen, die da die Currywurst herstellen und auch bekannt dafür sind, ob die auch Sweater haben. Also es gibt ja diesen ewigen, es ist ja gar kein richtiger Streit. Also ich glaube, ich muss auch zugeben, die richtige Currywurst kommt doch aus Berlin, oder? Also zumindest die ohne Damen, die traditionelle. Aber es ist ja auch immer so ein Ding, weiß ich irgendwie, wer hat die Currywurst erfunden, Hamburg oder Berlin? Ja. Ich glaube, das ist auch so ein Konflikt, der irgendwie so unterschwellig unterwegs ist seit Jahren. Ich weiß nur, Berlin ist einfach bekannt für Currywurst und da gibt es auch viele traditionelle Läden. Das ist absolut wahr. Berlin ist eigentlich auch bekannt für Döner. Ich glaube, die sind die Ersten, die ja tatsächlich die Dönerkultur in der Breite eingeführt haben, muss man sagen. Also in Berlin ist für vieles bekannt. Und dann gibt es ja in Ostberlin auch immer noch, also im ehemaligen Ostberlin immer noch diese Klassiker, die natürlich immer noch beliebt sind, wie jetzt zum Beispiel Grilletta oder Kettwurst. Steht da ja dann ja auch überall dran, ne? Absolut, genau. Wenn du im ehemaligen Osten unterwegs bist. Traditionell bis heute. Da wird uns sicherlich was Lustiges einfallen. Da wird uns was Lustiges einfallen und solange hier unten drunter in der Bauchbinde, solange da nicht steht, Berlin-Experte, Currywurst-Experte, Doppeldecker-Experte, müssen wir auch lernen. Müssen wir einfach dazu lernen. Genau. Aber wir können uns dann ja auch mal Leute aus Berlin einladen. Ja, absolut. Genau. Und wir können vor allen Dingen auch mal, wir können ja einfach mal dann aus Berlin auch mal senden. Das ist ja richtig abgefahren. Das ist ja eine richtig gute Idee. Stimmt. Ist einfach mal, die moderne Technik macht es möglich. Ja, guck mal, die beiden Vögel da machen Podcast, kommen aus Köln wahrscheinlich oder so und machen hier Podcast. Warum sollen wir nicht Fernsehen in Berlin machen? Eben. Also ganz ehrlich, ist auch nicht weit von Hamburg. Nein. Morgens früh in Zug. Gut, wir müssen gegen 3 in Zug steigen. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht am Vortag. Wir würden am Vortag anreisen, dann machen wir... Ja. Oder wir streamen schon den Weg dahin live und machen dann insgesamt 10 Stunden live mit Hin- und Rückfahrt. Das wird aber ziemlich... Wir haben so viele gucken Ideen. Wir mal, das wird großartig. Wollen wir auch mal einen Podcast eigentlich machen irgendwann? Wir können auch einen Podcast machen. Ja, auch eine gute Idee. Wir müssen ja nur ein Mikrofon hier hinstellen, ist ja schon Podcast. Genau. Mit ohne Bild. Podcast ist ja Fernsehen mit ohne Bild. Ja, klar. Aber könnte man nicht auch tatsächlich Moin Moin... Auch als Podcast, habe ich mich letztens gefragt. Ja, das macht der Kollege Becker zum Beispiel vom Abendblatt, macht im Prinzip das. Die machen ja einen Podcast, Becker am Morgen. Und der sucht sich immer 3 Themen aus jeden Tag. Also 3 Themen, die Hamburg betreffen. Und es ist eine gute Redaktion, mit guter Auswahl und in richtig guter Qualität nehmen sie in einem richtig guten Studio das auf. Und wenn man das hört und kombiniert das dann mit den Nachrichten, die man sonst noch hören will, ist man, glaube ich, hamburgisch gut informiert und national gut informiert. Super, so machen wir es. Und jetzt informieren wir Sie erstmal ganz gut, was Hamburg betrifft. Hier sind nämlich die tagesaktuellen Kurznachrichten aus unserer Stadt. Hurra! Zweifacher Mord in Geflüchtetenunterkunft in ehemaliger Postbankzentrale. Nach Angaben der Polizei sind am Freitagmorgen 2 Männer tot in ihrer Wohnung am Überseering aufgefunden worden. Die beiden 21- und 42-jährigen Männer sollen mittels Gewaltanwendung getötet worden sein. Rechtsmediziner identifizierten eine Fremdeinwirkung. Der Mitbewohner der beiden Männer, ein 29-jähriger Ukrainer, geriet im Laufe der Ermittlungen unter Tatverdacht und wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen sowie die rechtsmedizinischen Untersuchungen dauern an. In der Unterbringung für Schutzsuchende aus der Ukraine am Überseering leben bis zu 900 Menschen. In der Nacht zum Montag ist es in Waltershof zu einem Verkehrsunfall mit einer minderjährigen Autofahrerin gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verlor die 17-jährige Fahrerin eines PKW am Genter Ufer gegen 23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr über den Deich. Das Auto kam erst im Wasser zum Stehen. Die 17-Jährige, die keine Fahrerlaubnis hatte, und ihre 18-jährige Beifahrerin konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin kam mit einer Rückenverletzung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte das Auto mit einer Seilwinde und zog es anschließend den Deich wieder hoch. Die auflaufende Flut erschwerte die Bergungsarbeiten.
Schutz vor Silvesterangriffen. Die Feuerwehr hat ihre Einsatz- und Rettungsfahrzeuge mit einer Schutzfolie beklebt, um vor Silvesterangreifern geschützt zu sein. Zum vergangenen Jahreswechsel wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes teils massiv angegriffen und verletzt. Dabei wurden unter anderem Böller oder Steine in die Einsatzfahrzeuge geworfen. Die Folie verhindert ein Splittern der Scheiben und schützt die Insassen. Zudem richtet die Feuerwehr eine klare Botschaft an die Angreifer. Zudem möchte ich an dieser Stelle betonen, dass die Gewalt gegen Einsatzkräfte Menschen trifft, deren Aufgabe darin besteht, anderen Menschen zu helfen. Die Absicht, durch den Angriff auf Einsatzkräfte der Feuerwehr offensichtlich den Staat zu treffen, trifft letztlich nur Väter, Mütter, Söhne, Nachbarn, Freunde. Zudem müssen sich diese Personen fragen, wer dann ihnen und ihren Familien hilft, wenn die Helfer auf dem Weg zur oder an der Einsatzstelle angegriffen werden und somit verspätet oder gar nicht an der Einsatzstelle ankommen. Nach Weihnachten soll es eine Aktion geben, bei der man bewusst machen wolle, was die Angriffe anrichten. Aufgrund der vielen Fahrzeuge der Feuerwehr Hamburg werden manche Standorte mit dem Folienschutz priorisiert. Am Montagmorgen hat sich die gesamte Belegschaft der Feuerwehrwache in Wilhelmsburg aus Protest krank gemeldet. Offenbar wollten die Einsatzkräfte damit den von der Verdi angekündigten Streik der Feuerwehr unterstützen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurde die Wache in Wilhelmsburg mit Einsatzkräften anderer Wachen aufgefüllt, damit sie nicht unbesetzt bleibt. Vor einer Wache in Barmbek versammelten sich Angestellte und protestierten gemeinsam für mehr Gehalt im öffentlichen Dienst. Nach Angaben der Feuerwehr seien sämtliche Wachen in Hamburg zu jeder Zeit einsatzbereit gewesen. Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung des 60-Milliarden-Pakets für den Klimatransformationsfonds für nichtig erklärt hat, haben sich am Montag Hamburgs Wirtschaftssenatorin Leonhardt und Umweltsenator Kerstan in Berlin getroffen. Beim Wirtschafts- und Energieministertreffen aus Bund und Ländern erklärte Leonhardt, dass das gemeinsame Bestreben aller sein müsse, zugesagte Förderungen zu realisieren, damit Unternehmen sich auch künftig auf Zusagen verlassen können. Umweltsenator Kerstan geht davon aus, dass innovative Großprojekte wie zum Beispiel der Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Hamburg gelingen werden. So arbeite Bundeswirtschaftsminister Habeck mit Hochdruck an Lösungen, um Förderbescheide für diese Projekte ausstellen zu können. Also soweit die Meldungen des Tages. Ich muss sagen, es ist angenehm warm heute hier im Studio. Das könnte an unseren Hoodies liegen. Die sind toll. Moin, moin. Die sind wirklich toll. Die sitzen bequem. Die sind nicht zu weit, was ich auch wichtig finde. Genau. Ich finde die figurbetonende Bauchtasche, Ist nicht zu sehr ausgefüttert. Das hat man gestern im Bild gesehen, dass meine Bauchtasche sehr ausgefüttert war vor meinem Wetter. Ach so. Ja, dann wird man noch dicker, als man ohnehin schon ist. Und das weist einen darauf hin, dass du am besten gar nichts mehr isst. Das ist bei denen nicht so. Die sind auch sehr körperfreundlich. Genau. Und so. Dann kommt jetzt auch noch ausgerechnet die Adventszeit. Also insofern ist das ja noch besser. Es ist, glaube ich, das Schlauste, was man machen kann. Und dann sich über sich selber lustig machen, indem man gleich ein Franzbrötchen drauf macht. Ja. Ist toll. Das ist wirklich toll. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Super. Ja, wir haben wieder ein paar Zitate. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Fang du ruhig an. Ich fange an. Also hier steht, unser Leben ist von unserem Geist umrandet oder geführt. Mhm. Wir werden das, was wir denken. Okay. Das ist so. Ich glaube, dass wenn man die ganze Zeit denkt, man ist ein Idiot, ist man eines Tages ein Idiot. Und andersrum. Das Problem ist dass es leider viel zu viele Menschen gibt, die glauben, sie sind Genies. Ja. Und die sind leider keine Genies. Aber gut, über manche Sachen muss man auch mal ruhig nachdenken. Es kann so und so gehen. Genau. Du hast mir eine Karte rausgesucht, vielen Dank dafür. Die ist wirklich bisher die beste, finde ich, die ich hier je gelesen habe. Ja. Und zwar, du bist der Himmel, alles andere ist nur das Wetter. Das ist wirklich wahr. Die habe ich dir bewusst rausgesucht, weil sie auch so schön passt zu dir. Findest du? Ja, finde ich, absolut. Man muss sich da zwischendurch, weil es gibt ja viele Leute, die sagen dann so, ja, warum machst du das? Da muss man so früh aufstehen, ist doch viel easier, später aufzustehen und so. Nein, dein Himmel ist morgens aufstehen, Spaß haben. Man merkt das jeden Morgen, wie gerne du hier bist. Absolut. Und alles drumherum, was die Leute sagen, ist ein bisschen Wetter, aber der Himmel verändert sich nicht. Der Himmel ist immer da und ist blau und strahlend. Sehr tiefgründig. Wie du am Morgen. Genau. Du, vielen Dank. You are the sky, everything else is just the weather. Und was viele ja nicht wissen, ich habe mich ja auch mal bei Sky beworben. Ja. Vor einigen Jahren. Ja. Und zwar an der Käsetheke. Aber ja. Musste leider bei dem Thema einmal sein. Geht immer. Geht immer. Euer Klassiker. Geht immer. Ja. Super. Sie haben dich nicht genommen. Ich habe mich gar nicht beworben, aber das ist so ein typischer... Das war nur ein Witz. Ja, war nur ein Scherz. Ich dachte, verrückt. Nee, ja, ein typischer Hamburg-1-Witz, der tatsächlich nicht besser wird über die Jahre, aber auch nicht älter und schlechter. Aber jetzt pass auf, wenn du jetzt drüber nachdenkst und auf die Frage, warum haben sie dich nicht genommen, musst du jetzt noch
Sag mal, wenn du jetzt noch einen Karlauer dazusetzt, irgendwas, was mit Käsetheke zu tun hat und mit deiner Qualifikation, dann könnte man da einen längeren Witz draus machen. Stimmt. Dann könntest du die lustige, noch ja, und dann könntest du, wenn du diese lustige Antwort gibst, da hast du einen Doppelwitz. Und dann könnte ich wieder noch, also wir könnten da so einen ganz, den längsten Witz der Welt könnten wir machen. Und damit kommen wir ins Guinness Buch der Rekorde. So. Für den längsten Witz. So. Challenge accepted. Ja. Da werden wir auf jeden Fall hinterher sein. Das war's von uns. Dankeschön. Einen schönen Tag. Lassen Sie sich nicht einfrieren. Nein, und lasst euch nicht verrückt machen. Lasst euch nicht verrückt machen.